Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum letzten Teil 4 von Teil 4 mit den Predictions zum 100. 24-Stunden-Rennen aus Le Mans. Los geht's. Auf der 26. Position landet Van Rompuy mit De Wilde und Maxime Mathieu. Auf der 27 kommt ins Ziel Robin mit Hasse Claude. Auf der 28. Position landen Jolutsch mit Gamble und Dries Pantor. Und vorletzter in 29. Position kommt ins Spiel Yee mit Antonio Blake, Da Costa und Steven. Und auf der letzten Position, Position 30, landen Pierre Guido, die Karl Lado und Giovinazzi. So, das war's vom 124-Stunden-Rennen in Le Mans mit der Prediction. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, dann nehmt das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann, good way, ciao.